Praxis Dr. Eikenbrecht. Sie sprechen mit Schwester Steffi. Guten Tag. Hi, Steels. Ich habe einen Stecker in der Nase. Ein was hast du in der Nase? Ein Stecker in der Nase. Ein Stecker in deiner Nase? Ja, vom Lego-Baukasten. Ich habe mit Daniel haben gewettet, wer mehr Stecker reinkriegt. Und jetzt hast du einen Stecker in deiner Nase und kriegst den Stecker nicht mehr raus. Nein. Und ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll, weil ich krieg auch ganz schlecht Luft. Das kann ich mir vorstellen. Warum steckt ihr euch die Stecker in die Nase? Wir wollten also so einen Stecker in die Nase reintun, ins Nasenloch, und dann wollten wir damit schießen. Mhm. Und jetzt dann ging das nicht mehr raus. Das ist jetzt zu groß. Ja. Jetzt musst du mal ganz doll durchschnauben. So. Weißt du, wie ich meine? Warte. Richtig mal. Doll drücken. Ja, ich lach jetzt. Ist denn der tief drinne? Ja. Der ist ganz tief drinne. Sag mal, wie alt bist du denn eigentlich? Ich bin 5. Wenn du das eine Nasenloch zuhältst, ne? Mach ich ja. Hast du zugehalten? Ja. Oh nein, was ist denn los? Na, aber es ging doch sonst auch immer ganz leicht rein. Das hast du schon öfter gemacht? Ja. Naja, was leicht reingeht, muss nicht unbedingt leicht rausgehen. Weil im anderen Nasenloch geht's. Wenn ich da einen Stecker reinstecke, warte mal. Nein, bist du denn verrückt? Jetzt hör aber mal auf. Wie sollte man ordentlich mal den Hintern versohlen? Na, wo soll ich denn die Stecker sonst hinstecken? Am besten sollte man dir sowas gar nicht geben, denn sowas macht man überhaupt nicht. Und weißt du, was der Daniel noch gemacht hat? Der hat sich einen Stecker ins Ohr gesteckt. Guck so. Wie? Nein, ich kann nicht gucken. Hör auf. Was willst du mir jetzt zeigen? Hallo? Hallo, Nils? Nils? Hallo? Hör doch mal auf, was machst du denn da jetzt? Jetzt willst du das noch in dein Ohr stecken. Hallo? Nils? Hörst du mich? Bist du noch dran? Ja, ich bin noch dran. Ich höre nichts mehr. Hallo? Nils? Hallo? Ich bin der kleine Telefonschreck und du bist gerade im Radio zu hören. Nein, nicht wirklich, ne? Doch. Nein. Doch.